Objekten auf dem Bürgersteig entsorgt werden. Der Duisburger Stadtteil Marxloh, Sammelbecken unterschiedlicher Nationalitäten. Hier leben etwa 20.000 Menschen aus fast 100 Nationen auf engstem Raum zusammen. Etwa 64% der Bevölkerung hat mittlerweile hier einen Migrationshintergrund. Libanesische Familienclans, die das Gesetz selbst in die Hand nehmen, immer wieder patrouillieren Polizeiwagen. Vor allem aber der Müll und Dreck macht den Anwohnern zu schaffen. Wir gehen in dieses Haus rein, dahinter ist ein Hinterhof, ein riesen Hinterhof von 15, 20 Häusern. Ratten müssen geht nicht mehr. Und sie sind schon echt zum Teil auch so groß. Was ist Marxloh? Die Immobilienpreise im Sinkflug. Bis zu 50% Wertverlust in den letzten Jahren. Als Altersvorsorge gedacht, sitzen manche Rentner auf ihrer Schrottimmobilie. Anwohner, die schon seit 40 Jahren hier leben, müssen mit ansehen, wie ihr Haus immer mehr an Wert verliert. Aktuell sind die Immobilienpreise in Marxloh sehr, sehr stark gefallen. Wenn wir unsere Immobilie verkaufen müssten, dann würde es zu einem sehr, sehr geringen Preis verkauft werden. Also man müsste schon verschenken, um dafür Käufer zu finden. Dabei sollte doch alles besser werden. Die Kanzlerin höchstpersönlich machte sich vor genau einem Jahr auf den Weg nach Marxloh. Medienwirksam versprach Hilfe. Seitdem ist nicht viel passiert. Nach wie vor bereiten Familien aus Osteuropa den Behörden große Sorgen. Ich treffe den Bezirksbürgermeister aus Marxloh. Eher skeptisch hat er der Kanzlerin über die Schulter geschaut. Das heißt also, Frau Merkel hat vielleicht direkt nichts bewegt, aber hat den Anstoß gegeben, oder wie sieht den das aus? Den Anstoß dazu gegeben, dass die Menschen miteinander wieder reden. Das hat sie gemacht. Ich muss im Nachhinein die Sache eingestehen, dass Frau Merkel dann hier war, sich doch die Menschen wieder gefunden haben und dann miteinander in Gruppen, in Arbeitskreisen oder wie auch immer zusammengefunden haben und miteinander geredet haben und Probleme gelöst haben. Und das kann man, glaube ich, ihr anschreiben, dass dies geklappt hat. Es sind vielleicht kleine Schritte, die die Bewohner von Marxloh seit dem Besuch der Kanzlerin machen. Auf der Hauptstraße werden ein paar Gebäude renoviert. Einige Hausbesitzer scheinen wenigstens hier wieder etwas zu investieren. Der hohe Besuch, er hat den Stadtteil Marxloh für einen Tag bundesweit in die Schlagzeilen gebracht. Für eine Kehrtwende hat er dann aber doch wohl nicht gereicht.